fällt mir ein, dich wollte ich ja Crest nennen, eine Folge. Und wir haben auch schon Bürgermeister Leonis getroffen. Fehlt eigentlich nur noch Mint. Und Sasuna. Ach, egal, gehen wir ins Klimainstitut. Meine Nase juckt. Aber erstmal, bevor ich es wieder vergesse. Midori! Du erhöhst auf jeden Fall schon mal deine Initiative bei Sonnenschein. Und was ein ernstes Wesen. Na toll, neutral. Ich habe mir so offscreen gedacht, je nachdem, welches Wesen Midori hat, entwickle ich es später entweder zu einem Bluebella oder Giflo. Aber da du jetzt ein neutrales Wesen hast, wie soll ich mich da entscheiden? Wie soll ich mich darüber entscheiden? Midori ist gemein zu mir. Ne, Clail? Ja. Wieso gehe ich jetzt zu Clail? Weiß ich nicht. Ja. Eine Pause wäre vollkommen schön. Als ich schlief, schlief sich jemand nach oben. Nein, wirklich. Doch, wirklich. Wie? Was macht denn das Kind hier? Eure Pläne in die Suppe. Also, euch die Suppe versalzen, ne? Ich habe überhaupt gar kein Salz in der Nähe. Ich habe Sonnenblumenkerne. Kann man damit auch Suppe versalzen? Scheiß Dev. Sorry. Das war gerade der Richtige, ne? Fipo hat auch nicht eine schöne Verteidigung. Aber immer noch eine schönere als Kanimana. Ah, wie ist eigentlich deine Verteidigung in der Base? Pokewiki, helf mal gerade. 65. Kanivan hat, glaube ich, 20 in der Base. Wie? Ich habe verloren? Ja, hast du. Die vierte Entwicklung in dieser Aufnahmesession. Das ist ein entwicklungsreicher Tag. Für mich jedenfalls. Der 1. Oktober. Tag der Entwicklungen. Hier entwickelt sich jedes Pokémon. Ah, schön. Der Boss hat Interesse an den Forschungen gezeigt. Daher hat er uns hergeschickt. Stör uns gefälligst nicht. Und was ist, wenn ich euch doch stören will? Zwart! Zwart! Du hast eingefroren. Frierst ein! Wunderschön. Fifien! Fifien! Oh, wen schicke ich denn da in den Kampf? Soll ich Keul? Na komm, dann kannst du auch mal kämpfen wieder. Ich hatte bisher nur einmal gekämpft. Donnerschock! Ah, Keul zeigt sich direkt von seiner Schokoladenseite. So ein Mist, besiegt von einem Kind.
Von einem Huhn. Haha, du hast gegen ein Huhn verloren. Jetzt sag nicht, du bist auch auf der Suche nach diesem Wetter-Pokémon. Das erlaube ich nicht. Wir waren schließlich zuerst hier. Ja und? Dafür verschwindet ihr jetzt. Because Chicken is in the room. Noch ein Zwart! Wenn du jetzt auch ein Vivien hast, dann habe ich ein Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Aber Toaster ist doch für die Déjà-vus verantwortlich. Oder ist Faipu und Coil eine Mischung aus so einem Déjà-vu? Eine Mischung aus einem Toaster. Naja, Coil hat eine Elektrizität. Aber wie kann man Faipu darin verarbeiten? Nun schau dir meine Pokémon an. Ja, ich sehe es. Und? Was willst du mir damit sagen? Das Institut hat ein Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Kriegt ihr aber nicht. Und jetzt? Ist mir genau umgekehrt, hä? Ja, Blubstrahl. Du schon wieder, hä? Immer wenn ich diesen Namen lese, muss ich grinsen. Kanivana, also wirklich. Los, Faipu! Ah, wunderschön. Faipu rockt hier durch. Ein Kind hat unsere Pläne durchkreuzt? Ja. Und jetzt? Chicken freut sich, Chicken freut sich. Wir sind Team Aqua. Wir sind überall dort, wo Raritäten gefunden wurden. Raritäten. Seid ihr Raritätenjäger? Moment, bin ich hier in Yu-Gi-Oh! Oder was? Oh Gott. Ach, Zubat. Strahl. Röst es? Tiefgekühlt. Ja, rösten, das ist eher sowas wie verbrennt, Chicken. Du schon wieder, Kanivana? Ja, du schon wieder. Falsche Attacke, So. Ich hab mich verklickt! Ich hab mich verklickt! Wow, zieht das viel ab! Das war's dann wohl. Oh ja! So. Du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach nur dumm. Oder beides? Du bist ja so niedlich, einfach widerlich. Ich mach dich fertig, du Baby. Ja, irgendwie hast du... Muss ich bei deinen Worten an Miruns Dagon denken. Kanivana, wie willst du mich mit einem Kanivana fertig machen? Ah. Warum ist Dagon verschnitt? Oh gut.
Wieso Knöcher speziell, Chicken? Ach, jedenfalls noch. McMahon. Obwohl, das schaffst du. Das schaffst du, Falpo. Das schaffst du. Ich habe Vertrauen in dich! Ja, senk ruhig mal einen Angriff. Ich greife jetzt sowieso speziell an. Los, Falpo! Miu, feuer Falpo an! Nein. Schlaf, Anziehung, Verwirrung. So, sorry, but you're going bye-bye. Falpo ist toll. Falpo! Du bist einfach widerlich stark. Ja. Es ist schon schlimm genug, sich ständig mit Team Magma auseinandersetzen zu müssen. Und jetzt kommst du auch noch daher? Warum musst du deine spitze Nase in Dinge stecken, die dich nicht angehen? Welt retten und so ein Kack. Muss man... Haben wir festgestellt gestern in Jans Stream, dass man in so gut wie allen RPGs die Welt retten muss. Wir haben hier eine Krisensituation. Eine Gruppe von Team Magma ist gerade am Klimainstitut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Weg zum Pyroberg. Was? Dann lasst uns von hier verschwinden. Und zwar schnell. Wir müssen so schnell wie möglich zum Pyroberg. Haha, Team Magma, mach dich auf was gefasst. Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Das ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Schicken Helfer mehr. Du bist weiblich. Mach ich den schönen Namen für dich. Wenn ich jetzt sowieso schon auf dem Tales of Phantasia Hype bin. Rhea! Ja, von Weather rückwärts. Und das eh mit dem Haar vertauschen. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig vom jeweiligen Wetter. Hier im Institut gibt es sehr viele davon. Du kannst es ruhig annehmen. Hatte ich auch vor, besonders wegen dem Item, was es trägt. Mhm, ein sehr schönes Item. Erhöht Wasserattacken. Und stell mir vor, das gebe ich ja zwei Po. Da ist es. Rhea! Hallo, Rhea! Mutig! Angriff plus Initiative minus. Wenn ich mir so deine Werte angucke, ist das... Naja. Ich weiß ja nicht, wie du im Grunde bist von deinen Werten her, aber ich kann es kurz mal schnell nachgucken. Weil eigentlich würde ja speziell, dass du speziell ausgereift bist, mehr Sinn machen, wenn ich so denke. Aber... Wow. Du hast in der Base alles auf 70. Wieso muss ich denn da entscheiden von mir, hä? Guckt euch dieses Pokémon gut an, denn wir werden es mit in die Arena nehmen. Bestimmt. Sowas von. Gib mir das Item, will ich. Give me that Item. Nehmen. Du's Flinklaue.
Dir gebe ich jetzt einfach mal die Fliegenklaue eiskalt. Das ist ein Superball, schon wieder. So. Dann würde ich sagen, wir heilen uns. Unten, Chicken, du bist schon unten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Kein Freude Nacht. Wenn wir weitergehen nach Baumhausen City. Also bis dahin, ciao.